ich bin von mir aus hier an die Geräte zu Hause. Ich bin wieder da mit Chrono Trigger. Entschuldigung. So. Wir spielen dann weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar im Knast. Ja, im Knast kann man nicht viel machen, bis auf mal LMP wieder herstellen lassen. Und wir haben sogar was zu essen. Ein paar Sympathisanten haben dir was beigebracht, du lausiger Schwerverbrecher. Ich bin kein Verbrecher, ich wurde unschuldig gesprochen. Geil. 2 Tage bis zur Hinrichtung. Sei ruhig. Ich will hier raus. Sei ruhig. Ich will hier raus. Hör schon auf. Oh, ich werde sie zeigen. Aufmachen. Da. Oh. Das ist die Strafe für schlechtes Benehmen. Und? Das ist die Strafe fürs Abhauen. Wo gehst du hin? Komisch, dass sie mir die Waffe nicht abgenommen haben. Egal, wir hauen jetzt hier erstmal komplett ab. Ich habe mich hier drauf überhaupt keinen Bock, ey. So, Angriff! Zack, 75 Schaden. 20 Erfahrungspunkte, 140 G, Tonne gehalten. Ja, ist doch okay. So, hier kann man öfters mal dann unsere LPMP erstellen, ist immer ganz gut. Kann man auch alles gebrauchen, Technik kann man nichts anderes erlernen, das ist schon mal scheiße. Das ist richtig scheiße. Hier haben wir neuen Gegnertypen. Und zwar die Blauschilde. Die können wir nicht so attackieren, erst wenn sie ihr Schild weggemacht haben. Dann haben sie keine Verteidigung mehr. Das dauert immer eine Weile. Na komm. Wenn man jetzt nämlich angreifen würde, macht das nicht sehr viel Schaden. Zack. 22 Erfahrungspunkte, 90 G. Bringt auf jeden Fall 2 Erfahrungspunkte mehr, ne? Es gäbe, wenn man es richtig anstellen würde, noch eine zweite Möglichkeit, wie man aus dem Knast kommt. Dafür muss man warten, bis die Hinrichtung stattfindet. Und dann kommt Luca zu einem und die hilft einem da raus. So finde ich das auch ganz gut, wenn man hier einfach nur so von alleine abhauen kann. Finde ich persönlich ein bisschen besser. Weil man hat nämlich ein bisschen besseres Training. Obwohl das in dem Moment scheißegal ist. Ich finde es aber so skillreicher. So. Ein Aether. Tonic. Tonic Med. Aether. Das ist okay. So. Gehen wir mal weiter. Ja. Oh, was bist du denn? Du bist also der geflogene Knastbruder. Hast du ein Problem damit? Omnikron. Oh, klingt schon ganz niedlich. Zack. Oh, der überlebt das auch noch. Ha! Chrono voll ausgewischen. Ja, das war so klar. 22 Erfahrungspunkte. Ein Aether. Dafür ist der Sold absolut migrig. Ja, Herbert. Schlecht bezahlt. Warum muss ausgerechnet jetzt einer in Skype online kommen? Ist ja auch egal. Gehen wir mal hier hoch. Ich will schon mal in diesem Dungeon. Es ist mehr oder weniger ein kleiner Mini-Dungeon. Der Gefangene flieht! Den ich euch komplett zeigen will. Gibt es noch einiges abzusagen. Zack! Ja, und die Gegner hier können nichts. Also mal, wie gesagt, ich hab einfach mal eine arschgeile Waffe mit ziemlich hohen Angriff und das ist schon bösartig. 20 Erfahrungspunkte. Wie man schon sehen kann, wir sind jetzt schon wieder Level 9. Gehen wir da lang? Gehen wir da lang. Komm mal, weil ich glaube, da gibt es auch noch mal was. Und zack. Komm mal rein. Ja genau, hier kann man rein. Hm. Würde ich mit mir reden? Hm. Wow! Eine Seele. Oh, was ist das? Ne, fliegende Flamme. Als Seele verkleidet! Ja, damit haben wir auch schon wieder einen Gegner, den aber rufen, aber die können nicht. Das sind stinknormale Zombies. Seht ihr? Zack, ist er tot. Mit 12 Erfahrungspunkten und ich gehe. Alles schon sehr stabil. Kann man nichts machen. So, machen wir das mal auf hier. Da kommen wir nicht rein. Hm. Müssen wir mal woanders lang.
Gehen wir wieder runter. Und hier wieder hoch. Muha! La. Wir laufen und laufen und laufen in die Tür rein, dann labern wir noch weiter und bringen den jetzt um. Na. Oh. Das gibt aber leider keine Erfahrungspunkte, was ich schade finde. Wohin des Weges? Zack. Zack. 71 Schaden. Ja, aber 70 Trefferpunkte, also wird es wohl nicht so schwer sein, den zu besiegen. Komm auf hier. Hey, was denn du da? Hilfe! Ihn retten? Ja, natürlich. Sie sind doch ein netter Mensch. Danke, das war letzte Rettung. Ich bin Fritz. Mein Vater hat einen Laden im Friedensdorf. Schau mal vorbei. Und das machen wir. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes. Hier kommen wir auch noch mal rein. Ah, da war noch eine Truhe, die holen wir gleich. Was haben wir hier? Eine Bronzerüstung. Dürfte auf jeden Fall besser sein als unsere jetzige. Ja, mit 40 Stiften mal oben drauf. Höher auf 40 Stiftpunkte. Das ist okay. Aber rufen da. Zack. Zack. Und knack. Nein, noch nicht ganz. 14 Schaden, na. Ist auf jeden Fall sehr gut, dass man sowas hat. Sind wir jetzt schon mal 6 Minuten auf? Na, ist auch egal. Na, da ist noch eine Truhe. Die will ich noch haben. Ist da was? Stimmt's da noch? Tonic Metal. So. Ich glaube, hier kann man doch mal anschleichen. Wohin des Weges? Nö. Ah, da kommt auch keiner mehr. Dann heißt, der ist jetzt tot. Zick. Zehn Erfahrungspunkte. 70 gehen. Tonic. Zack. Rein hier. Lalalala. Ich finde diese Berge auch im Hintergrund ziemlich nice. Und die Wolken. So, gehen jetzt mal hier lang. Weil hier gibt es nämlich auch noch was Schönes zu finden. Nehmen wir uns das mit. Eine Unterkunft. Unterkunft ist gut. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ziemlich oft. Dann gab es nichts. Anders. Ah, ich werde schon finden. So, den locken wir mal zum. Judo-Du-De. Ist das der Angriff? Das zweifle ich mal gerade ganz stark. Ja, Schild. Ach so, so ist das. So heißt sein Item. Und das viel dahinter heißt Judo-De. Dann greifen wir Judo-De an. Zack. Der ein 41er Schaden treffen muss, Lab bekommt und damit tot ist. So, hoch hier. Ne, da wollen wir noch nicht lang. Da wollen wir echt noch nicht lang, weil da geht es nämlich dann raus. Und da wollen wir hier lang. Gibt es mich noch einiges zu suchen, zu finden. Vielleicht auch, was wir auch mal später mal verkaufen können. Das Ding ist schon offen. Hier klettert man nämlich auch runter. So, zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Dann geht's hier lang. Zack, zack, zack. Schön der regende Höhe. Und hier halten wir noch eine Unterkunft. Und hier ist ein Loch. Da klettert man natürlich mal runter. Zack, zack, zack. Zack, lalalalalala. Guck mal nach rechts. Und da ist mich jetzt auch unsere Unterkunft gewesen. Und jetzt haben wir noch eine zweite Magnetklinge erhalten. Puh, Magnetklinge tauschen. Ist das nicht toll? Nein. Gehen wir wieder hoch. Jetzt guckt er sich um. Obwohl das immer so keinen Sinn macht, weil wir sind ja sowieso alleine. Die Gegner respawnen nicht. Was ich schon ganz gut finde in diesem Spiel. Beziehungsweise jetzt nur noch. Später respawnen natürlich, ist ja wohl klar. Es ist ja Square. So. Was mir gerade einfällt ist Two and a Half Man. Warum ich... Oh doch, die respawnt. Okay, habe ich gerade Mist erzählt. Two and a Half Man wurde ja mal Final Fantasy angezockt. Oh, ich so gelacht, als ich das gesehen habe. Die Musik dazu allerdings. So, ich glaube, die kriegen wir leicht kaum.
Denn wir haben ja einen Zyklon. Warte mal, lass mal die mal ein bisschen näher rankommen. So. Stopp! Zack, 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 zack. 92, 88 reicht. 20 Erfahrungspunkte erhalten, 140 G, Tonic erhalten. So, rein hier. Hilfe! Ruffy, ich hätte dich. Du hättest meine Hilfe scheinbar gar nicht gebraucht. Los, zeigen wir sie ihnen. Und da ist ein Blatt runtergefallen. Das wollen wir uns mal durchlesen. Ein streng geheimes Dokument wurde hier liegen gelassen. Dokument lesen? Ja, natürlich. Für den Gefängnisaufseher. Drachenpanzer. Benutzerhandbuch. Der Kopf repariert Schaden am Körper. Ein Schutzschild wehrt Schaden durch Gewitter und Feuer ab. Ha. Solange der Knopf intakt ist, Kopf intakt ist, ist der Drachenpanzer unschlagbar. Forschungsstelle Gualia. Drachenpanzer. Okay, ihr habt wahrscheinlich nichts mit uns zu tun. Also von daher ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Nehmen wir mal ne. Genau, das wollten wir jetzt weg. So, ich beende jetzt diesen Part hier, weil im nächsten Part wollen wir dann da hochgehen und mal zu gucken, was wir denn noch alles hier so finden. Ich beende jetzt... Nee, das habe ich schon gerade gesagt. ich verabschiede mich von euch von hier. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Chrono Trigger. Bis dahin, ciao!